Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt mir vor 5 Jahren mit einer gehörigen Portion Vorschussvertrauen das Votum für meine Kandidatur auf der Europaliste gegeben. Und seitdem hat sich ziemlich viel verändert. Ich habe mich verändert, ihr habt euch verändert, diese Partei hat sich verändert, wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen, aber vor allem hat sich auch Europa verändert. Denn Dinge, die wir 2013 wahrscheinlich noch für ziemlich selbstverständlich gehalten hätten, werden plötzlich wieder in Frage gestellt. Zum Beispiel so eine Frage wie, ob der Holocaust überhaupt ein relevanter Teil deutscher Geschichte ist, oder eine Frage wie, ob eine freie und unabhängige Justiz zu einem demokratischen Staat nicht einfach dazugehört. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass in der Europäischen Union seit Jahren Nationalisten und Reaktionäre mit vereinten Kräften an einem Rechtsruck arbeiten. Und das ist nicht willkürlich, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist nicht was, was einfach so passiert ist, sondern das ist wirklich von langer Hand geplant worden. Und die Hetze gegen die Europäische Union und die Hetze gegen Minderheiten, die soll davon ablenken, wie die gleichen Nationalisten und die gleichen Reaktionären Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit aushöhlen. Und darauf, liebe Freundinnen und Freunde, kann es nur eine Antwort geben. Denn wenn in Polen ein absolutes Abtreibungsverbot durchgesetzt werden soll, oder wenn in Malta und der Slowakei investigative Journalistinnen ermordet werden, oder wenn in Ungarn Flüchtlingshelferinnen kriminalisiert werden und die Zivilgesellschaft eingeschränkt werden soll, dann müssen wir dem als Europäerinnen und Europäer uns gemeinsam entgegenstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir erleben diesen Rechtsruck ja auch in Deutschland. Mit der AfD sind wieder Holocaustleugner und Menschenhasser in den Bundestag eingezogen. Und nicht nur da sitzen die. Auch im Landtag, auch bei euch auf Kreis- und Bezirksebene sitzen AfDler in den Räten, die Errungenschaften einer liberalen und freien Gesellschaft zurückdrehen wollen. Und was macht die nordrhein-westfälische Landesregierung? Die plant ein Polizeigesetz, was Bürgerrechte weiter einschränken soll. Sie plant, Hunderte von Flüchtlingen in Massenunterkünfte zu sperren. Liebe Freundinnen und Freunde, damit stellt man sich doch einem Rechtsruck in der Gesellschaft nicht entgegen. Damit baut man doch an dem Gesellschaftsbild der Rechten geradezu mit. Und ja, unser Europa ist aufgebaut auf Grundrechten, auf Freiheit, auf Rechtsstaatlichkeit, und das werden wir verteidigen. Aber gleichzeitig sagen wir doch auch, wir müssen diese Europäische Union weiterbauen, weil es fehlt immer noch eine soziale Säule, die den gemeinsamen Zusammenhalt in Europa trägt. Und Demagogen nutzen das aus. Die nutzen die Angst vor wachsender Armut und vor wachsender Arbeitslosigkeit auf, um gegen die Europäische Union zu hetzen. Und Großbritannien ist da doch das beste Beispiel. Die Regionen in Großbritannien, die am stärksten von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind, sind auch die, die am meisten für den Brexit gestimmt haben. Und deshalb müssen wir in Europa mehr für soziale Gerechtigkeit tun. Wir brauchen gute Löhne, von denen die Menschen wirklich arbeiten können. Wir brauchen gemeinsame soziale Mindeststandards, damit dieses elendige Race to the Bottom endlich ein Ende hat. Und wir brauchen eine Europäische Union, die die sozialen Rechte eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin nicht angreift, sondern gemeinsam verteidigt. Und ich habe in den letzten 2 Jahren im Europäischen Parlament an der Entsenderichtlinie gearbeitet. Und das Ergebnis ist ehrlich gesagt ein ziemlich großer Erfolg. Wir haben das erste Mal das Prinzip von gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsort in europäischem Recht verankern können. Und das ist ein wichtiger Schritt von einem gemeinsamen Europa, in dem niemand zurückgelassen wird und in dem alle gleich an der Gesellschaft teilhaben können. Und dafür möchte ich 5 weitere Jahre im Europäischen Parlament streiten. Und mehr noch, gerade als Region, die so massiv vom Strukturwandel betroffen ist, wissen wir in NRW doch am besten, wie wichtig europäische Regionalförderung ist. Und wir wissen auch am besten, dass dieses Geld nicht in irgendwelchen Schwachsinn investiert werden sollte, sondern in wirklich sinnvolle Projekte, die Zukunft gestalten können. Deshalb brauchen wir aus Europa nicht mehr Geld für Kohle, für Autobahnen oder für Flughäfen. Wir brauchen mehr Geld für Wind, für Sonne, für nachhaltige Mobilität und für die Kreislaufwirtschaft, liebe Freundinnen und Freunde.
ich bin jetzt seit 4 Jahren im Europäischen Parlament und ich habe Erfolge gefeiert und ja, ich habe auch einige Niederlagen erleben müssen, aber ich finde eine Sache, die kann man mir wirklich nicht vorwerfen, dass ich mich davor gescheut hätte, um unliebsame Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Und als Fälle von sexueller Belästigung im Europäischen Parlament ans Tageslicht kamen, da habe ich mich dafür eingesetzt, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird und dass wirklich Maßnahmen ergriffen werden, dass sich etwas ändert. Und ich finde, MeToo hat einmal wieder gezeigt, wie wir als Grüne den Unterschied machen, weil wir die Themen von der Straße, aus der Gesellschaft, aus den sozialen Medien direkt in die Parlamente holen. Und deshalb müssen wir auch in den nächsten 5 Jahren wieder dafür streiten, dass sowas wie sexuelle Belästigung nicht ein Kavaliersdelikt ist, sondern dass wir als Grüne gemeinsam dagegen aufstehen. Ich möchte weiter dafür kämpfen, dass die EU noch gerechter wird, dass sie unsere Grundrechte verteidigt, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird, dass Feminismus und LGBTI nicht nur Nischenthemen sind, sondern wirklich im Zentrum der Debatte ankommen. Und deshalb, ich bin mit diesem Projekt noch lange nicht fertig. Ich möchte weiter für Veränderungen streiten und darum bitte ich euch erneut um euer Vertrauen. Ganz vielen Dank.